Moin, mein Name ist Ben und herzlich willkommen in der Werkstatt. Heute möchte ich gerne ein Regal bauen, um meine ganzen Leime und Dosen aufzubewahren, dass sie einfach schön sortiert irgendwo stehen. Wie gewohnt in meiner Reihe für meine French Gliedhalter versuche ich, nur Restholz aus dem Baumarkt zu verwenden, sodass jeder von euch bestmöglich nachbauen kann. Das ist alles, was wir brauchen für das Projekt. Das ist noch von den letzten Resthölzern, die ich gekauft hatte. Mein Plan ist, ich würde gerne pro Reihe 4 Dosen und insgesamt 3 Reihen hoch. Das heißt, ich möchte gerne im Regal 12 Dosen aufbewahren. Aus dem Teil werden wir die Seitenteile machen, hier die Böden für die Dosen. Als erstes zeige ich euch grob, was ich geplant habe. Dann fangen wir wie gewohnt mit dem Zuschnitt an. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir ein wenig Gedanken gemacht diesmal, wie ich vorgehen möchte. Ich habe hier zwei Winkel angezeichnet. Einmal 45 Grad, das muss irgendwas um die 72,5 sein, ich kann es nicht genau sagen. Denn auf meinem Winkel ist leider nicht mehr gut zu erkennen. Ich möchte, dass meine Flaschen und Dosen ein bisschen schräg im Halter liegen, dass ich sie besser greifen kann. Dementsprechend werden wir uns die Böden zuschneiden. Die werden dann in dem passenden Winkel eingefräst, wie wir es beim Schraubenregal gemacht haben. Was ich gerne hätte, ich habe hier das Stück Rückwand. Das würde ich gerne auch als Rückwand verwenden. Problem ist, ich kann ja an dieses dünne Stück MDF oder was das ist, kann ich ja keine French Gliedleiste anschrauben. Deshalb probiere ich das so tief zu versenken, dass ich nochmal ein 12 mm Streifen mit einarbeiten kann in das Regal, an dem ich die French Gliedleiste befestige. Dementsprechend, ursprünglich war der Plan auf 12,5 zu gehen, gehen wir jetzt auf 14 mm. Wir haben uns jetzt die Seitenteile zugeschnitten, 3 Bretter auf demselben Maß, weil wir auch noch die Querverstrebungen brauchen. Jetzt müssen wir ausmessen, wie lang ein Boden sein muss. Ich könnte natürlich jetzt probieren, irgendwie rumzurechnen oder irgendwas, aber es geht viel einfacher. Ich ziehe mir einen Strich, so wie der Winkel sein wird, und messe mir es einfach. Und dann kommen wir auf eine Länge von 15,4. Das heißt, wir werden es jetzt, da wir ja 3 Bodeneinheiten haben möchten, werden wir uns jetzt 6 Böden zuschneiden, denn wir brauchen einmal einen Boden, wo wir Löcher reinsenken, für die Dosen sicher zu halten, und einen Boden, wo die Dosen aufsitzen. Ich habe gerade Quatsch geredet. Wir brauchen nicht 6, sondern 5 von den Böden. Warum? Ganz einfach, denn bei der untersten Reihe werden ja die Dosen quasi am Boden vom Regal aufliegen. Dementsprechend brauchen wir nur 5. Was werden wir jetzt tun? Als nächstes werden wir jetzt ermitteln und die Löcher bohren für die Dosen an sich. Dann werden wir die Bretter auf die Länge kappen, wenn wir das alles gemacht haben. Und dann versuchen wir, alles zu fräsen. Was ich halt gerade gesehen habe, ist es relativ dünnes Material. Wir haben hier eine Stärke von, das sind 10 mm. Wir müssen versuchen, ob wir das so gut gefräst bekommen. Aber das sehen wir gleich. Mir ist ein kleiner Rechenfehler unterlaufen. Was ist passiert? Ganz einfach. Ich habe jetzt die Böden genauso breit gemacht, wie die Bretter hier sind. Das ist ja falsch, denn ich wollte ja einmal möchte eine Rückwand einlassen, die schwarze, und möchte im oberen Bereich, möchte ich gerne nochmal ein Brett mit einarbeiten, an dem ich die French Gliedleiste befestige. Das heißt, wir haben hier einmal auch nochmal 10 mm Stärke. Das heißt, ich würde hier 10 mm nochmal dazu rechnen, für das obere Teil, und dann kommt hier die Nut für die Rückwand. Die Rückwand hat eine Stärke von 3 mm, also eine Sägeblattbreite, das kommt ungefähr hin. Das heißt, wir zeichnen oben nochmal an, 10 mm plus 0,3, und dann brauchen wir nur noch eine Dicke von 13,7. Aber das ist absolut kein Problem, denn abschneiden kann man immer, dran sägen nimmer. Ich habe jetzt nochmal die Böden in der Breite und der Länge passend zugelegt. Jetzt geht es darum, dass wir als nächstes uns die Löcher bohren. Ich habe die schon mal angezeichnet. Wie habe ich das gemacht? Ganz simpel. Wir haben eine Breite von 45 mm. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich die ganzen Bohrungen werde ich in 8,5 cm machen. Warum? Die gängigsten Dosen haben
zwischen 7 und 8 cm Durchmesser. Bei 8,5 kann es sicher sein, auch in Zukunft, egal ob ich mal das Produkt wechsle, alle gängigen Dosen und Leime normalerweise hier reinpassen. Wie habe ich das ausgerechnet? Ganz simpel. Wir haben die Breite von 45,5. Wenn wir jetzt 4 Löcher nehmen mit 8,5 cm, 34 cm. Die ziehen wir ab von den 45,5 und kommen auf einen Rest von 11,5 cm. Diese 11,5 teilen wir durch 5. Warum 5? Ganz simpel. Wir haben hier Abstand, Dose, Abstand, Dose, Abstand, Dose, Abstand, Dose. So dass wir einen gleichmäßigen Abstand zwischen allen Dosen haben, kommen wir dann auf 2,3 cm. Der Kreisschneider ist schon ausgerichtet auf 8,5 cm. Wenn ihr sowas benutzt, seid wirklich vorsichtig, weil es kann schon gefährlich sein, wenn hinten reinkommt. Ich habe mir als angezeichnet, es empfiehlt sich, von der einen Seite zur Hälfte zu bohren, dann zur anderen Hälfte, denn dann hat man wenig Ausriss. Und dann haben wir auf beiden Seiten eine so gut wie ausrissfreie Bohrung. Jetzt schauen wir einmal, ob, wenn die Dose auch diagonal steht, ob es reinpasst. Das tut es, passt alles. Ich werde jetzt noch schnell die anderen 11 Bohrungen machen. Wir haben jetzt alle 3 Böden mit den Löchern vorbereitet. Jetzt geht es darum, die Position festzulegen. Ich habe jetzt hier von unten einen Abstand von 7 cm. Ich denke, das passt eigentlich ganz gut. Das war jetzt eher zufällig gewählt. Aber ich denke, 7 cm, dann wäre hier der Boden. Ja, das passt. Jetzt müssen wir schauen, bei 7 cm. Die Dose wird so weit rausstehen. Probieren wir jetzt einmal mit dem Augenmaß hier einen Strich zu ziehen. Jetzt gehen wir von hier wieder in unseren Winkel hoch. Dann messen wir uns einmal den Abstand, das wir ihn haben. Und von dem Abstand aus können wir dann den anderen Boden anzeichnen. So stellt sich es jetzt dar. Wir haben von unten 7,5, weil hier nochmal der Boden ist. Also sind es dann 6 cm zwischen Boden und Luft. Dann gehen wir hier 19,5 hoch. Dann haben wir wieder 7 Abstand. 19,5 hoch. Und immer so weiter. Dann geht genau das Brett auf. Ich werde jetzt alles anzeichnen und dann werden wir versuchen, hier jeweils eine Nut reinzufräsen von 10 mm auf der halben Stärke des Brettes, um die, um alles sauber unterzubringen. Wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich mir jetzt auf einem Brett schon mal alles angezeichnet. Das heißt, wir haben hier einen geraden Boden, schräger Boden mit Löchern. Schräger Boden ohne Löcher, mit Löchern, ohne, mit, oben wieder gerader Boden. Jetzt möchte ich mir alles übertragen. Ich kann natürlich alles probieren, kompliziert nochmal auszurechnen, dann geht wahrscheinlich was schief. Was mache ich jetzt? Ich habe mir hier die Leisten an ein gerades Brett gespannt, nehme einfach meinen Winkel und markiere die Anfangspunkte. Und dann ziehe ich mir gleich einfach die Striche. Wichtig ist, wir müssen spiegelverkehrt anzeichnen. Das ja natürlich auch später passt. Bringt ja nichts, wenn wir das jetzt genauso anzeichnen wie hier, dann würde es an sich nicht passen. Dementsprechend zeige ich mir jetzt überall, übertrage ich mir die Punkte, nehme meinen Winkel und jetzt wieder genau andersherum angelegt. Dass wir es auch nach oben hinweg anzeichnen. Was ich jetzt natürlich in dem Fall gerne tue, ich lasse mir das andere Brett liegen, dass ich weiß, okay, so muss sein, dass ich jetzt einfach nicht was Falsches anzeichne. Weil natürlich, jeder kennt sich, ich kenne mich sehr gut, ich neige dazu, Sachen falsch anzuzeichnen. Und da ich jetzt keine Lust habe, das dreimal zu machen, habe ich einfach das andere Brett als Referenz und sehe, okay, so muss es sein. Die Stöße passen übereinander, das sollte so funktionieren. So werde ich mir jetzt den Rest noch anzeichnen und dann fräsen wir. Jetzt kannst du mal sehen, die Prädling ist parallel nebeneinander und die Anfänge der Fräsung sind überall gleich. Ich nehme jetzt dafür wieder die kurze Führungsschiene von Makita als eingestellt. Ich bin schön, bündig an meiner Linie. Die erste Fräsung ist gemacht und die Bretter passen wirklich sehr eng zusammen, so wie ich das wollte. Jetzt werde ich alle anderen fräsen. Was ich jetzt noch sagen wollte, das mit den Nuten zu fräsen ist natürlich optional. Ich weiß, nicht jeder von euch hat eine Kanten- oder eine Oberfräse. Ich bin ja auch ganz neu, was das Thema Fräsen angeht. Ich möchte mich einfach nur ein bisschen weiterbilden, deshalb mache ich es jetzt mit Nuten.
Man kann es auch ganz simpel verschrauben, funktioniert genauso gut. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund hat sich die Oberfräse tiefer gestellt und wir haben einmal komplett durchgefräst. Und ich habe ein bisschen meine Werkbank versaut, aber das ist scheißegal. Das bedeutet, wir haben Gott sei Dank noch ein Reststück in der richtigen Breite und Länge. Ich werde mir also mal anzeichnen, die Oberfräse noch einstellen, probieren nochmal zu fräsen und hoffen, dass es diesmal besser läuft. Aber ja, so ist es halt. Leider sehr ärgerlich. Ich habe jetzt beide Bretter gefräst. Wenn ich es nebeneinander lege, sieht es eigentlich ganz gut aus, so von den Abständen. Was mir aufgefallen ist, beim ersten Brett war mir auch eigentlich weitergekommen, als ich wollte. Ist nämlich, hake ich jetzt ab als Lernerfahrung, aber ich weiß nicht, warum ich die Oberfräse beim zweiten Brett jetzt so verstellt hatte. Bei dem neuen Brett hat es geklappt, dass wir die Hälfte der Stärke getroffen haben. Als nächstes werden wir jetzt die Nut einsägen für die Rückwand. Und dann werden wir unsere Bretter mit dem Loch, wo die Flaschen und Dosen reinkommen, werden wir auch im leichten Winkel zuschneiden, später bündig alles vorne mit dem Regal. Was die Nut angeht. Die Nut soll ja ungefähr nach 1,1 cm sein, dass wir ja noch das Brett einarbeiten können, an dem wir die Fünfgliedleiste befestigen. Das heißt, ich stelle mir jetzt einmal die Säge auf 1,2 cm ein. Und dann müssen wir natürlich die Höhe einstellen. Wir brauchen eine Höhe von 0,5. Ich gehe an den obersten Zahn, probiere so genau wie möglich 0,5 zu treffen. Und so sägen wir jetzt die Rückwand zu. Wir müssen natürlich darauf achten, dass wir jetzt nur in dem Bereich, wo es Säge nach oben läuft, die Rückwand zu einsägen. Ansonsten funktioniert es nicht. Ich muss mir unbedingt einen Staubsaugeraufsatz für meine Oberfräse besorgen, denn das macht ja immer einen Mordstrick. Bevor jetzt die Tischkassäge umstellen, testen wir, passt unsere Rückwand überhaupt rein oder müssen wir damit umstellen. Ich gehe hin und sehe, es passt nicht. Das heißt, ich muss meinen Anschlag minimal versetzen, dass wir eine breitere Nut kriegen. Bedeutet, ich löse meinen Anschlag und gehe ganz leicht drüber. Ich säge jetzt erneut. Und dann testen wir, ob es passt. Und das so tasten wir uns langsam ran, bis die Rückwand perfekt reinpasst. Jetzt nehmen wir die Rückwand. Testen, passt es rein. Ganz stramm, aber noch ein bisschen zu stramm für meinen Geschmack. Bedeutet, wieder ganz leicht rüber und erneut. Und jetzt passt sie perfekt rein, so wie es soll. Und so könnt ihr euch ganz langsam rantasten, bis ihr an das Maß kommt, was euch gefällt. Perfekt. Ich möchte es jetzt einmal grob zusammenstecken, dass ich die Stärke ermitteln kann, oder die Länge der Boden- und Deckenteile. Und sehen wir auch gleich. Mir ist bewusst, dass die Reihenfolge gerade nicht stimmt, weil mir geht es wirklich nur darum, zu ermitteln, wie breit unser Regal sein muss. Also was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die so eng drin sitzen, dass es stabil sein muss. Von 44,5. Mir scheinen sie zwar Bodenteile zu und 44,5. Was wir noch überlegen müssen, wie wir das hier mit der Rückwand machen. Heute ist wieder so ein Projekt und so ein Tag, wo man am besten im Bett geblieben wäre. Ich habe vorher noch gemeint, man muss darauf achten, dass man die Rückwand an der richtigen Seite ansägt. Das habe ich natürlich gemacht, an der falschen Seite. Jetzt haben wir halt diese hässliche Nut hier. Ich habe nicht mehr genug Material, um es jetzt nochmal abzuändern. Ich werde jetzt nochmal eine neue Nut sägen, links und rechts, und werde das jetzt auch für mich bewusst behalten. Einfach für mich als bisschen Mahnmal, dass ich aufmerksamer sein muss, wenn ich arbeite. Es ist ärgerlich. Ich hätte auch gerne ein Projekt, wo es ohne Fehler läuft, aber ich bin kein gelernter Tischler. Ich lerne durch meine Fehler und hoffe dann, dass ich in Zukunft besser drauf achte. Das heißt, ich säge jetzt nochmal schnell zwei neue Nuten hinten rein. Dann werden wir alles mal zusammenstecken, wie es soll. Werden die Bretter noch zusägen und dann müssen wir gucken. Ich habe es jetzt mal
bis auf den Deckel und den Boden zusammengesteckt, um zu gucken, wie es aussieht. Das möchte ich gleich noch im Winkel zuschneiden, aber grundlegend, meine Idee funktioniert, es passt vorbei und es steht sicher drin. Das war mein Wunsch. Trotzdem ist es ärgerlich, dass ich jetzt quasi vorne auch hier eine Nut habe. Wenn ihr das nachbauen solltet, seid einfach vorsichtig. Nehmt euch ein bisschen mehr Zeit. Wir haben jetzt ja überall hier noch ein klein bisschen Überstand. Den möchte ich jetzt noch absägen. Ich habe das Sägeblatt schon auf denselben Winkel eingestellt, wie wir die Nuten gefräst haben. Das heißt, ich markiere mir hier an einem Bleistift, wie ich sägen möchte, stelle es einmal ein und säge alle Bretter in derselben Einstellung. Da ich in dem Projekt ja eh schon so viele Fehler hatte, habe ich mir überall einen Strich dran gemacht, dass ich weiß, an welcher Seite ich sägen muss. Dadurch, dass wir jetzt die Bretter angesägt haben, im selben Winkel, haben wir jetzt hier eine schöne gerade Kante. Ich werde jetzt die Zwischenböden verleimen, oben unten die Bretter werde ich verschrauben. Normalerweise, wenn ich jetzt nicht, mir nicht so viele Fehler unterlaufen werden, wie mit der zusätzlichen Nut, die ich falsch gesägt habe, würde ich mir jetzt die Mühe machen, alles abzuschleifen, vorher zu ölen, bevor ich alles zusammenbaue. In dem Fall, da ich halt hier schon ein paar Mängel sehe, möchte ich mir einfach das Geld für das Öl sparen. Und ich hake dieses Projekt als Lernprojekt ab. Ist trotzdem, denke ich, am Schluss ein schönes Regal. Aber an dieser Stelle ist aus meiner Sicht bei dem Maß an Fehlern, die ich oder an Missgeschicken, die mir geschehen sind beim Bau, das Geld für das Öl einfach zu schade. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, an manchen Tagen hätte man einfach im Bett bleiben sollen. Heute ist einer davon. Was natürlich jetzt auch noch. Ich habe vergessen zu messen, wie breit mein Stück Rückwand ist. Es ist leider nicht breit genug für das Schränkchen. Das heißt, ich werde jetzt das Schränkchen, die Zwischenböden einleimen. Oben und der Boden werden ja nur geschraubt. Werde mir morgen in den Baumarkt fahren, ein neues Stück Rückwand zuschneiden lassen. Und dann können wir das Schränkchen fertig machen. Das lasse ich jetzt über Nacht trocknen. Morgen hole ich eine Rückwand, führen die ein, machen die French Kit Leiste dran und dann soll auch alles gut ausgetrocknet sein. Aber im Allgemeinen finde ich, dass das Konzept des Regals gut funktioniert. Wir kriegen ja immer 4 Flaschen, Dosen, was immer wir haben, rein. Auch im oberen Fach. Es sieht sauber geordnet aus und ich finde, für das, dass wir jetzt im Prinzip Restholz im Wert von 4-5 Euro verwendet haben, ist da eigentlich was Schönes bei rumgekommen. Wenn ich jetzt natürlich nicht allzu viele Fehler gemacht hätte, dann würde ich das jetzt wirklich schön ölen, alles schleifen und dann würde es richtig gut aussehen. Beim nächsten Mal, wenn ich sowas mache, vielleicht baue ich es auch irgendwann nochmal neu, vielleicht auch mit ein bisschen dickerem Material. Aber für ein schnelles Projekt, was man mal an einem Samstagnachmittag macht, wenn man ein bisschen mehr ordnende Werkstatt will, finde ich es wirklich gut gelungen. Moin! Ist der nächste Morgen. Leim ist getrocknet. Ich habe eine neue Rückwand besorgt. Die werden wir jetzt noch zusägen, einlassen. Ich messe mir jetzt einmal die Breite aus. Breit muss die Rückwand sein. 45,3. Jetzt gucken wir, wie hoch sie sein muss. 79,5. Meine kleine Tischkreissäge hatte natürlich logischerweise jetzt keine Ausladung nach rechts bis 80 cm, aber dementsprechend schneiden wir einfach vom kurzen Ende ab. Ich habe mir hier einmal markiert, wo ich hin muss. Ich richte meinen Parallelanschlag dementsprechend aus. Wenn ich mich jetzt nicht grob vermessen habe, müsste ich jetzt die Rückwand einfach sauber einschieben können. Aber wie wir festgestellt haben, war das Projekt ja eher problembelastet, deshalb schauen wir mal. Also es geht sehr stramm rein, was ja nicht zwingend schlecht ist. Man muss halt gucken, dass wirklich nirgendwo hängt. Also grundlegend passt die Rückwand rein, aber sehr, sehr stramm.
Und die ist ein Stück zu lang. Das heißt, ich muss probieren, nochmal rauszumachen. Ich werde sie in der Breite nochmal einen Millimeter schmäler machen, dass Fleisch da reinrutscht. Und ich werde sie jetzt halt nochmal aufs passende Maß in der Länge kürzen. Aber lieber so rum, als wenn ich jetzt verschnitten hätte und nochmal wegfahren müsste. Eine neue Alternativplan. Ich habe jetzt mehrere Minuten probiert, die Rückwand rauszukriegen. Die ist so stramm drin. Die bleibt jetzt hier. Was wir jetzt machen, ich schneide mir einen neuen Boden zu, der einfach breiter ist. Der wird dann von unten verschraubt. Wie gesagt, bei dem Projekt ist nicht alles so gelaufen, wie ich mir jetzt gerne vorgestellt hätte. Aber nicht schlimm. Aus Fehlern lernt man und beim nächsten Mal weiß ich, wie es besser geht. Das heißt, ich gucke, ob ich noch ein passendes Stück habe in der richtigen Breite, schneide es zu. Der neue Boden ist angepasst. Der wird jetzt noch verschraubt. Was natürlich noch wichtig ist, warum ich extra die Rückwand ein bisschen tiefer eingelassen habe. Ich möchte hier jetzt noch ein Brett in der Stärke von den Seitenteilen montieren, an dem ich die French Kit-Leiste ranschraube. Es passt bündig rein. Ich verschraube jetzt zwei Schrauben von hier, zwei Schrauben von gegenüberliegenden Seite und von oben nochmal vier Schrauben, dass es wirklich sicher drin sitzt. Und dann werden wir durch das Regal durch die French Kit-Leiste festschrauben. So, das Regal ist fertig. Ich bin an sich, so wie es geworden ist, zufrieden, bis auf natürlich die Fehler, die ich hier hatte. Deshalb habe ich vorhin eigentlich erwähnt, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich es in Zukunft vielleicht nochmal baue, vielleicht sogar aus Echtholz, auf jeden Fall aus dickerem Material, weil mir grundlegend das Konzept und die Optik von dem Regal gut gefällt. Es funktioniert so, wie ich wollte. Ich kriege alles rein und raus. Und vor allem, ich habe wieder ein bisschen mehr Ordnung in meiner Werkstatt, was mir persönlich wichtig ist, weil ich langsam halt gerne gewisse Strukturen hier haben möchte, dass alles seinen Platz hat und ich immer lang rumsuchen muss und es einfach ordentlich ist. Was können wir beim Regal noch verbessern? Beim nächsten Mal, wenn ich es nochmal bauen sollte, werde ich wahrscheinlich den Abstand hier ein bisschen größer wählen und ich werde dann am Schluss hier alle nochmal Blenden vorschrauben, dass man das einfach ein bisschen schöner aussieht, ein bisschen sauberen Look hat. Was ist deine Meinung zum Regal? Findest du das Konzept gut? Würdest du was anders machen? Wenn ja, was? Lass mir gerne einen Kommentar da. Jetzt nochmal einmal ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wie der ein oder andere von euch weiß, bin ich Messermacher nebenberuflich. Und es geht ja langsam Richtung die Weihnachtszeit, wo man vielleicht auf Suchen ist nach einem originellen Geschenk, was nicht jeder hat und was genau an die Bedürfnisse angepasst ist. Und da komme ich ins Spiel. Ich fertige Messer nach Wunsch. Das bedeutet, wenn du eine Anfrage hast, du kommst zu mir, wir reden über deine Vorstellung, über das Design, was die Anforderungen sind und fertige für dich genau das Messer, was du möchtest und was du vielleicht schon immer wolltest. Der große Vorteil ist bei mir, dass ich genau auf deine Wünsche eingehen kann und du kriegst den Griff, den du möchtest, das Design, den Stahl, alles, was du willst, ist möglich umzusetzen. Und da ich meine Arbeit überzeugt bin und glaube, dass ich wirklich gute Qualität abliefere, gebe ich auf jedes meiner von mir handgefertigten Messer ein Leben lang Garantie. Das bedeutet, wenn das Messer bei dem vorhergesehenen Verwendungszweck beschädigt wird oder kaputt geht und ich kann es nicht mehr instand setzen, bekommst du kostenlos ein neues. Das bedeutet, wenn du bei mir ein Messer bestellst, hast du an sich kein Risiko. Denn entweder hast du ein Messer, was 10, 20, 30 Jahre dein Leben begleitet, mit dem du immer Freude hast und das schnitthaltig ist und das einfach dir gehört und für dich gefertigt wurde. Und wenn was dran ist, melde dich bei mir und du kriegst es repariert oder kriegst es ersetzt. Also Win-Win für beide. Das heißt, wenn du vielleicht doch dieses Jahr mal was anderes schenken möchtest, schau gerne mal im Shop vorbei. Link findest du in der Videobeschreibung. Das war's jetzt schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Wenn das der Fall ist und du mich gerne kostenlos unterstützen möchtest, lass mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Denn das hilft mir und meinem Kanal mit dem Algorithmus von YouTube, dass noch mehr Menschen die Möglichkeit haben, meine Videos zu finden. Ich werde jetzt meine Werkstatt aufräumen und mich dem nächsten Projekt widmen. Ich hoffe, ich darf schon nächstes Mal wieder begrüßen. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit. Mach's gut.